Sportsfreunde, euer Gönchi am Start. Ich bin hier im iFitness-Club in Teltow und ich habe mal den Norman mitgebracht, weil für mich war es ganz, ganz wichtig, das Thema Fitness und Corona einfach mal aus der Perspektive eines Fitnessstudio-Besitzers zu sehen, der nicht nur ein Studio hat, sondern eine ganze Kette, gleich 5 Stück. iFitness-Club, Norman, stell dich mal vor, was machst du genau? Wie viele Studios hast du, wo bist du tätig? Kannst du mal einmal kurz dich vorstellen, damit alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben? Ja, hallo, ich bin Norman. Der Gründer und CEO von iFitnessClub. Wir haben 5 Anlagen in Ludwigsfelde, 2 in Potsdam, 1 in Schönefeld und 1 in Teltow, hier, wo wir jetzt gerade sind. Ja, wir betreiben heute genau vor 8 Jahren ging das los, genau heute am 4. März. Und wir haben angefangen halt mit einem Club und dann wurde es halt immer größer. Ich habe vorher eine Fitnesskette mit als Regionalmanager mit aufgebaut, habe das alles gelernt, Sportwissenschaften studiert und so. Und dann kam ich da irgendwie in meiner Heimatstadt ein Studio zu übernehmen. Ja, und weil ich es gewohnt war, weiter zu expandieren, sind wir dann halt immer weiter gewachsen. Ja, und jetzt sind wir gerade am Stillstand. Ich wollte gerade sagen, bis dato seid ihr gewachsen, hattest du viele Möglichkeiten, hattest du noch einen anderen Club ist geplant eigentlich, vor einem halben Jahr hast du mir erzählt. Ne? Mhm. Da war es noch vor, ich glaube im November haben wir uns gesehen, da war es noch sehr, sehr positiv gestimmt. Da hast du gesagt, komm, die paar Wochen, die kriegen wir rum. Ja. Hattest du noch große Pläne und jetzt stagniert das alles. Ja, Thema Fitness, Studium, Corona. Ich finde, ich hatte ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, es fällt ein bisschen unter den Tisch, oder? Also, es ist so irgendwie gefühlt, dass Fitnessstudio als eine kleine Nische dargestellt wird. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, das ist keine Nische. Und gerade wenn es um das Thema Gesundheit geht, spielt es doch eine entscheidende Rolle. Vielleicht erstmal zu dem Punkt, der mich interessiert. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, Fitnessstudio ist mir verdammt wichtig. Leider wird man immer so ein bisschen in diese Pumper-Ecke geschoben. Kennst du es vielleicht auch, wenn du ein paar Muskeln am Körper hast, heißt es gleich, ja, du musst ja jetzt nicht Bankdrücken mit 200 Kilo machen, sondern du kannst ja auch mal zu Hause ein bisschen Klimmzüge machen, ein bisschen joggen gehen. Was sagst du den Leuten, die sagen, Fitnessstudio braucht man jetzt nicht, kannst ja zu Hause trainieren, kannst ja ein bisschen joggen gehen? Gerade bezogen auf die verschiedenen Zielgruppen, weil ich glaube, die viele haben dieses Klischee, jemand, der ins Fitnessstudio geht, sieht immer gleich aus. Breit, muskulös, ein stupider Pumper. Ist das so? Du hast ja wahrscheinlich mehrere Zielgruppen vor Augen. Man muss da sagen, iFitnessClub ist von der Zielgruppe eher so ein Ü30. Ü30 ist auch nicht Discount, also ein bisschen gehobener von der Klasse. Das heißt, du hast ja nicht nur dieses Klischee, was immer im Raum steht. Und du hast vielleicht auch Leute, die vielleicht zu Hause nicht so die Möglichkeiten haben. Vor allem in einer Zeit, wo die Gesundheit eine große Rolle spielt, oder? Also die erste Frage, klar, man kann zu Hause trainieren, man kann einen gewissen Teil zu Hause trainieren, manche können auch komplett zu Hause trainieren, aber die meisten, wir haben ja nun sehr viele, Mama, Papa, Kind und Opa und so, die können das zu Hause nicht. Das kriegen die zwar in einer Übergangszeit leicht geregelt, aber gewisse Übungen, die gehen nun mal an der Maschine, um deine Intensität richtig einzustellen, dann auch die Hilfe ja, von uns, wir machen sehr viel Betreuung, sehr viel Personal Training. Das hat man zu Hause nicht. Man weiß gar nicht, ob ich jetzt das richtig mache, falsch mache. Da ist keiner, der ihnen sagt, so und so muss es gemacht werden. Ja, und dann vor allem eine ganz große Komponente ist ja die soziale Bindung, die soziale Beziehung. Ja, man trifft sich, man redet. Lieber gehe ich in ein Fitnessstudio, mache was Gesundes für mich, rede ein bisschen, anstatt ich in eine Kneipe gehe, sag ich mal. Ja. Und also daher, ohne Fitnessstudio geht nicht. Eine kleine Bevölkerungsgruppe, ja, die kann das machen, auch nur begrenzt, aber dann der ganze Platz, den man ja dann auch hat, also 80%, denke ich, die brauchen Fitnessstudios, ja. Die brauchen professionelle Betreuung, die brauchen das Equipment und die brauchen auch die anderen Menschen, mit denen sie reden können. Ja, also ich sehe das auch mal so, ich glaube, gerade auf YouTube hat man vielleicht ein jüngeres Publikum, die meisten, die jetzt hier zuhören, sehen das vielleicht aus der eigenen Perspektive und sagen, ja, ich bin vielleicht unter 30, ich bin fit, was regen die sich denn so auf, mach doch zu Hause was, geht draußen laufen. Vielleicht aber auch nochmal ein Beispiel, hat dir auch erzählt, mein Nachbar gegenüber, der hatte mir letztens so eine Sackkarre ausgeliehen, wo ich meine Bücher hochschleppen musste, die ich bestellt habe, der ist halt 77 und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, der ist mal in so einen Sportverein, so einen Fußballverein, die so einen Fitnessraum hatten, da hat er immer monatlich seinen Beitrag gezahlt, ist dreimal die Woche zum Sport gegangen, es funktioniert es nicht mehr, hat sich jetzt aus Verzweiflung so einen Kabelzug für zu Hause bestellt und hat mich dann gefragt, ist er nochmal rein ins Haus, hat seine Anleitung, die Anleitung zu diesem Kabelzug rausgeholt und hat mich darum gebeten, ihm zu sagen, wie er das denn benutzen kann zu Hause. Mit 77
kannst du keine Burpees mehr eine Stunde zu Hause. Du kannst nicht draußen mit einem Club da rennen oder ein paar Liegestütze machen, sondern du hast dein Wehwehchen, hast aber vielleicht auch nicht so das Attest, dass die Krankenkasse dir jetzt irgendwie einen Reha-Sport momentan bezahlt, sondern du hast auf einmal ein halbes Jahr Stillstand, obwohl du dreimal die Woche deine Routine hattest und gerade in dem Alter, das Sprichwort use it or lose it, hast du ja diesen Übergang, wo die Leute dann wirklich alt werden. Die Leute halten sich die ganze Zeit fit, haben das Fitnessstudio, haben auch die soziale Komponente, vor allem im Alter, viele sind dann alleinstehend, haben keine Familie mehr, brauchen das einfach. Ich kenne das selbst aus meiner Ausbildung. An der Theke hast du mal mit den alten Leuten gesprochen, die jeden Morgen zur gleichen Zeit gekommen sind, die ihre Routine im Alltag haben. Das bricht hinweg, also das Mentale bricht hinweg und auf einmal werden die Leute gezwungen, faul zu sein, denen Sport gesundheitlich extrem wichtig ist und vielleicht sogar überlebenswichtig. Ja. Vielleicht kennt ihr das aus der Familie. Ich kenne das zum Beispiel von meinem Großvater, der ist dann irgendwann gestürzt. Ja. Dann hat er natürlich sein Reha noch bekommen, aber irgendwann war das der Auslöser zu mehreren Krankheiten, Entzündungen im Körper, das führt dann vielleicht irgendwann zum Tod. Mhm. So ganz hart gesagt. Aber das ist ja der Fakt, wenn die Leute in dem Alter nicht mehr diese Bewegung, diese Gesundheitsfaktoren in ihren Alltag reinkriegen, dann geht das ganz schnell in einem gewissen Alter, dass man sich nicht mehr davon erholt. Also vielleicht hast du auch die Zielgruppe bei dem Fitnessstudio, die halt eben die Maschine braucht, die das Polster braucht, um gegen die Rückenschmerzen anzukämpfen, oder? Das ist doch eine Zielgruppe, die, glaube ich, komplett vergessen wird in der ganzen Diskussion, weil alle immer nur die Pumper sehen. Die auch noch zu Hause bleiben sollen, was man überhaupt nicht versteht, ja, die ihr Immunsystem stärken könnten. Und was haben wir denn gerade für ein Problem? Wir haben noch ein Problem, was das Immunsystem, wenn es gut ist, gar kein Problem entstehen könnte. Ja. Und daher, also irgendwie ist das schon alle ganz schön fahrlässig, was hier so passiert. Wir könnten helfen, aber wir dürfen nicht helfen. Wir müssen zusehen, dass unsere Mitglieder schwächer werden, ihr Immunsystem immer schwächer wird und die dann natürlich viel anfälliger sind gegen so ein Virus. Ja. Ich meine, das akute Thema ist das Virus jetzt, aber die ganzen Krankheiten, die jetzt in der Zeit entstehen, die muss man ja danach irgendwie auch wieder abfertigen. Ne? Also man darf nie das eine gegen das andere aufspielen, finde ich, aber man muss halt auch beides sehen, finde ich. Und das wird halt vergessen. Ich glaube auch seitens der Politik, also wir sind beide überhaupt keine gegen Corona oder Leugner. Ich weiß, vor einem halben Jahr hast du auch gesagt, wir haben es ja im ersten Lockdown, zweiten Lockdown, wie auch immer, was für Lockdown, unterhalten. Und du hast ja auch gesagt, okay, das ist nun mal so, ich habe ein paar Rücklagen, das kriegen wir schon hin. Das ist richtig, dass jetzt was dagegen gemacht werden, die Maßnahmen sind wichtig, aber ich glaube auch aus deiner Perspektive ist es immer so, du kalkulierst und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, ey, meine Rücklagen sind nicht mehr da. Es ist auch, also du hast ja am Anfang Hoffnung gehabt, du hast gesagt, okay, das ist eine Durchstrecke, die ziehen wir jetzt durch, aber irgendwann merkst du ja, da kommt einfach gar nichts, da kommt nichts. Es wird dir für immer die Perspektive genommen und du denkst immer so, okay, jetzt diskutieren wir wieder über neue Maßnahmen, endlich gibt es auch mal für die Fitnessstudios eine Perspektive und dann kommt da diese Kanzleransprache und dann erzählen sie dir von Baumärkten, von Kultur, von Theater, dann kommt der Friseur dran, dann kommt das. Und nicht einmal in dem ganzen Zuge wird Immunsystem, Sport, Gesundheit, Fitness erwähnt. Also dann müsstest du doch ausrasten irgendwann, oder? Bin ich. Also im ersten Lockdown bin ich völlig ausgerastet. Da habe ich gesagt, wie kann man so eine Scheiße entscheiden? Ja? Aber mir ging es dann auch so beschissen und war auch froh, dass dann der erste Lockdown irgendwann vorbei war und dann geht es wieder los. Und dann habe ich mir gesagt, nee, hör auf, ich halte davon nicht sehr viel, wie die entschieden haben, aber du kannst jetzt nicht die ganze Zeit dich darüber aufregen, du kannst doch nichts machen, also musst es nach vorne gucken und musst aktiv dranbleiben und musst irgendwie versuchen, positiv zu denken, Lösungen zu finden und dann am besten irgendwie aus der Scheiße rauszukommen. Habt ihr Lösungen gefunden? Ich meine, den Reha-Sport konntet ihr glücklicherweise anbieten. Viele Fitnessstudios können das nicht anbieten. Ihr habt ja unter anderem Lösungswege entwickelt. Kannst du mal kurz davon erzählen, was ja auch schon mal was Cooles ist, dass man minimale Möglichkeiten hat für gewisse Kunden. Ne? Also es ging los, wir sind ja nicht nur ein Fitnessstudio, wir sind ja ein Rehabilitations- und Präventionszentrum mit Sportanlage, so ist unsere Gewerbeerlaubnis. Und wir haben am Anfang mit Reha-Sport begonnen und haben dann über die Schiene Präventionssport, wir haben uns genau die Verordnung durchgelesen, man muss sich ja da selbst erkundigen, was darf man, was darf man nicht. Und da steht halt drin, Sportanlagen müssen geschlossen sein, außer für verordneten Sport. So, verordneter Sport, ja, was ist jetzt die Definition von verordneten Sport? Das ist einmal Reha-Sport und wenn ein Arzt verordnet, dass du Sport machen musst. Okay, das heißt, am Gerät trainieren, wenn der Arzt für Sport verschreibt, ist es erlaubt. So, dann haben wir angefangen, haben dann ganz normal zu unseren Mitgliedern gesagt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Schmerzen habt, geht bitte zu eurem Arzt, fragt, was der Arzt davon hält, wenn ihr eine Verordnung bekommt für Sport in einer geeigneten Sportanlage. Hat auch alles gut geklappt, die kam dann her, langsam
wurden wir auch dann wieder ein paar Mitglieder auf der Fläche und dann kam das Ordnungsamt und hat gesagt, nein, hier, ihr müsst zumachen. Wir haben gesagt, warum müssen wir zumachen? Das ist erlaubt. Ja, das ist so, grundlos, willkürlich, ihr müsst zumachen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Dann kam der nächsten Tag wieder. Dann war ich leider nicht da, dann war nur unser Service. Ein Glück, dass der noch da war, der konnte ihn noch ein bisschen beschwichten, aber die mussten dann zumachen um 18 Uhr. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder, und haben wieder geöffnet. Dann kamen die wieder mit Polizei. Und dann haben wir so lange mit denen rumdiskutiert und haben auch darlegen können, es gibt doch keinen Grund. Wir haben hier nur Leute drinnen, die laut der brandenburgischen Verordnung das auch machen dürfen. Also konnten wir das dann endlich wieder weitermachen. Dann gab es wieder weiter Probleme in dem nächsten Club, kam dann wieder das Ordnungsamt und oh, das ging immer weiter, bis dann mal das Landesgesundheitsamt zu uns kam. Die haben sich das alles angeguckt und die haben dann gesehen, die Verordnung, die Reha-Sportverordnung, hauen alles hin. Die haben gesagt, ja, ist okay, wir können weitermachen. Seitdem haben wir Ruhe. Tore, man muss auch dazu sagen, natürlich mit gewissen Vorkehrungen. Nur, ich glaube, 15 Leute dürfen insgesamt in den Club. Es gibt Timeslots. Ihr habt eine App, wo man sieht, wie die Auslastung ist. Ihr lasst dann auch nicht mehr Leute ins Fitnessstudio rein. Also nicht, dass ihr denkt, das ist Reha-Sport und da sind jetzt 30 Leute auf einem Haufen am Kabelzucken trainieren. Mhm. Also es ist wirklich gemanagt. Und das ist ja das Absurde, dass trotz allem das Ordnungsamt einfach da reingeht und sagt, nö, ist nicht. Obwohl ihr die Möglichkeit habt. Ne? Das ist so irgendwie, dieses Pauschale ist nicht. Und ich glaube, das ist ja auch das Problem. Es gab ja auch das Beispiel mit McFit. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Die haben ja dann Outdoor-Bereiche eingerichtet. Es gibt ja auch da ganz viele Nachweise, dass es aufgrund der Aerosole, also ich bin da kein Experte, aber sie haben das alles eingehalten, ne? nach professioneller Vorschrift. Und dann ist auch das Ordnungsamt gekommen, ohne das zu prüfen und einfach dicht gemacht. Und ich glaube, das ist ja gar nicht, was jetzt viele vielleicht mit dem Video vielleicht wieder missverstehen. Es geht gar nicht, dass wir sagen, macht alles auf, wie es war, sofort, so fahrlässig, einfach sofort ganz normal, sondern es gibt ja seitens der Fitnessstudio-Betreiber Angebote und Möglichkeiten, das in einem Rahmen hinzukriegen, dass da kein Risiko oder ein ganz geringes maximal vielleicht überhaupt besteht. Aber das heißt ja, ich sag mal so, es gibt immer schwarze Schafe. Ne? Ich denke mal, bei jetzt den ganzen tausend Friseurbetreibern wird auch einer missbauen. Das kannst du ja nicht ausschließen, aber dafür eine ganze Branche zu bestrafen, das ist ja das Problem, glaube ich, bei der Sache. Und dass einfach diese Angebote seitens der Fitnessbranche, seitens Reha-Sport, was ihr jetzt Glück in dem Rahmen machen dürft, aber auch McFit vielleicht mit dem Outdoor-Gym, dass das pauschal einfach abgelehnt wird und einfach zerschmettert wird. Und da stecken ja auch Kosten dahinter, dass man diese Konzepte entwickelt, dass man versucht, diese Dinge aufzubauen. Und im Endeffekt macht ihr es ja auch für die Kunden. Also es geht ja A, für die Kunden dann um die Gesundheitssache, ne, auch der mentale Faktor. Ich glaube, das kannst du ja auch bestätigen. Wir sind ja voll drin, aber wie viele Leute nicht nur physisch, sondern auch psychisch reden ja gerade richtig. Also nicht nur die Leute, die jetzt zum Beispiel alt sind und ein Gerät brauchen. Ich kenne auch viele, die vielleicht in einer WG wohnen oder im Studentenzimmer, die haben 10 Quadratmeter. Also du drehst ja am Rad, wenn du da immer nur deine Liegestütze zu Hause machen kannst und irgendwie die Musik aufdrehst. Ne? Da geht viel kaputt. Ich habe neulich zum Beispiel... Ist wahrscheinlich auch schon. Ne? Neulich war ich beim Bekannten, der hat seine 17-jährige Ehe beendet. Ja, ist im Autohaus. Verkäufer, wollte noch die ganze Zeit arbeiten und seine Frau, die sagt, nein, du durfst nicht raus, du holst mir den Virus rein und so. Und dann der sagt, Mensch, bleib doch mal entspannt, ich desinfiziere mich doch und so. Ne? Ehe ist jetzt kaputt durch diese... Ja, da sagst du, oh Mann, ey, also da kommen echt ganz schön Schäden noch zu. Es geht einfach ums Abwägen. Ich glaube, ich finde, am Anfang konnte man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Man wusste nicht genau, wie das ist und wie es läuft, dass man dann erstmal pauschal sagt, man macht vielleicht 2 Wochen dicht. Ist hart für alle. So, aber dann irgendwann muss man an den Punkt kommen, Lösungsansätze entwickeln und Perspektiven zu schaffen. Und wenn du das Gefühl hast, für eine gewisse Branche wird das gar nicht betrachtet, wie jetzt im Fitnessbereich. Ne? Also ich bin ja der Letzte, der sagt, es ist uncool, dass jetzt die Friseur... Also ich wünsche mir das für jede Branche. Aber dann muss man irgendwie fair sein und vor allem auch mal abwägen. Und das ist ja der Faktor, den wir auch schon mal jetzt im Kopf hatten. Es fehlt irgendwo die Identifikation zur Gesundheit über den Begriff Fitness. Gerade auch vielleicht in der Politik. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich würde mir manchmal jemanden wünschen, der selber Sport macht, der da oben drin ist. Dass er das nachvollziehen kann, welchen positiven Effekt Sport einfach nicht nur für Muskelaufbau hat, sondern für ganz viele andere Faktoren, die gesellschaftlich essentiell sind. Also das ist die Gesundheit, die mentale Fitness, eine Perspektive. Das ist einfach eine Ausschüttung von Endorphinen, dass man sich einfach in so einer Scheißphase gut fühlt, glücklicher ist. Es sind ja ganz viele, der soziale Faktor, also ganz viele Faktoren, die gerade wahrscheinlich allgemein der Gesellschaft gut tun würde, wenn man das mit diesen Vorkehrungen, die man ja versucht zu schaffen, mal zulassen würde, zumindest mal probieren würde. Aber das wird ja zerschlagen und das ist das Traurige. Ne? Wir haben ja Konzepte. Das ist ja, also wir haben ja
Ideen. Es gibt ganz viele Betreiber, die noch individuellere Konzepte haben. Die sagen dann, ein Mitglied auf 20 Quadratmeter und so, ne? Was ja sowieso schon total ist. Aber das wird noch nicht mal gehört. Ja, und das wird nicht gehört, ne? Nee, ja, es ist alles traurig, aber wie gesagt, aber Norman, man muss nach vorne kicken. Ja, man muss wieso regst du dich denn so auf? Du kriegst doch monatlich deine Beiträge. Ich höre ja immer so von, die Fitnessstudio-Betreiber, die sollen sich mal nicht so aufregen, die kriegen doch monatlich eh das Geld, die Kunden zahlen doch. Und du sparst ja auch noch Strom und Wasser. Geht ja keiner mehr duschen jetzt. Ist doch entspannt für dich, oder? Machst dir gerade die Taschen voll, musst nicht arbeiten, was regst du dich denn auf? Es ist ja auch mal so ein Ding, was ich höre von allen. Die sollen sich mal nicht so aufregen, die Fitnessbranche soll sich mal ganz hinten anstellen, die kriegen ja monatliche Geld. Das ist ja immer so, ich glaube, die Leute, die sehen nur sehr, sehr stupide, wie bestimmte Branchen wie ein Selbstständiger wirtschaftet. Die sehen immer nur Geld rein, Geld raus, aber die sehen ja gar nicht, wie ein Fitnessstudio-Betreiber wirtschaften muss. Das kannst du vielleicht auch nochmal erklären, damit die Leute checken, dass du nicht da jetzt deine Mitgliedschaften einsammelst und dir ein schönes Leben machst. Das ist ja wirklich das, was die Leute denken, oder? Ja, also der Unterschied zwischen einem Tagesgeschäft und einem Mitgliedschaftsgeschäft, so wie bei uns, ist ja, wir haben Bestandskunden, die zahlen und die kündigen, es kommt neue. Aber es ist ja so, dass wir im Monat, ich sag mal so ungefähr 30 Neuverträge haben und 29 Kündigungen, so im Durchschnitt. Ja, wir haben dann so ein leichtes Wachstum, aber es ist halt immer ein ständiger Wechsel. So, und jetzt in der Lockdown-Zeit haben wir gar keine Neuverträge. Man muss auch sagen, die Neuverträge, ich rede mal jetzt von uns, ich rede mal ganz offen. Bei unserer Preispolitik und im Durchschnitt, einer bleibt ein Jahr, der andere bleibt zwei, drei, vier. Man sagt, so im Durchschnitt bringt eine Neuanmeldung 1.000 Euro über die nächste Zeit. Und die fallen jetzt jeden Monat weg. Das heißt, 30.000 Euro jeden Monat, die wir natürlich erst in der Zukunft bekommen, mit jedem Monat den Beitrag, aber die sind weg. Und auch wenn wir jetzt öffnen, dann kommt ja erst der Schaden, weil unser Mitgliederstand ist natürlich um 30% geschrumpft. So, das ist das Erste, also 30% weniger Umsatz, und von dem Umsatz zahlen ja auch nicht alle. Es gibt welche, die können noch gar nicht zahlen, das können wir natürlich auch verstehen. Die haben Kurzzeitarbeitergeld zu Hause und sind froh, wenn sie ihre Miete bezahlen können. So, dann haben wir natürlich auch die Leute, die sagen, nö, die Bundesregierung hat gesagt, wir brauchen nicht zahlen, weil Fitness bringt keine Leistung, also zahlen die auch nicht. So kann man sagen, 50%. Ein Glück, dass es noch so viele tolle Menschen gibt, die zahlen, und 50% können nicht oder wollen nicht. So, wenn ich jetzt mal überlege, 50% weniger Umsatz und du hast aber trotzdem deine laufenden Kosten und der Strom, natürlich, der ist weniger, das Wasser ist auch weniger, aber ey, das sind, ja, also wir haben hier Mieten bis zu 20.000 Euro im Monat und wir zahlen Strom 1.500. So, also das sind dann... Und das ist kalkuliert mit den Mitgliedschaften, die du auch mit Voraus kalkulieren musst. Also, ne? Also wenn du das aufpasst, und Club, hast ja erzählt, wenn du einen Club aufmachst, dann musst du ja positiv kalkulieren. Also du kannst ja nicht sagen, so, ich habe das Geld jetzt... Also das ist ja alles quasi auf Kalkulation. Und das funktioniert ja auch eigentlich. Du musst ja das Risiko eingehen. Und du hast jetzt ein halbes Jahr quasi, keine Ahnung, eine halbe Million verloren ungefähr. Ne? Also locker. Also naja, man kann ja einfach mal rechnen. So 30.000 pro Club mal 5 sind 150.000, also 5 Monate, und dann nochmal 5. Ja, das ist ja nur der Verlust der Neuverträge. Jetzt kommt noch der Verlust von den Kündigern. Wir haben jetzt nicht nur die normalen Kündigungen, sondern wir haben ja viel mehr Kündigungen, weil die natürlich alle Angst haben. Wer weiß, wie es weitergeht und so. Ja. Also ist die Kündigungsquote quasi doppelt so hoch. Und du wirst wahrscheinlich, selbst wenn es wieder aufmacht, werden viele sagen, ich trainiere jetzt zu Hause, es ist mir zu riskant, einen neuen Vertrag abzuschließen, wer weiß, was noch kommt. Das heißt, die Tendenz ist ja auch eher schlechter. Es wird ja nicht so sein wie vorher, höchstwahrscheinlich, ne, leider. Das wird dauern, und es kommen ja auch nicht gleich 100 neue Mitglieder, ne? Es wird dann langsam losgehen und dann musst du dich da irgendwie durchkämpfen. Kannst du das irgendwie auffangen oder bist du da gerüstet oder wird es auch für dich tatsächlich eng? Also ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch Studiobesitzer, die jetzt nur ein Studio haben, die jetzt wahrscheinlich richtig Probleme haben von der Existenz, jetzt, oder? In meinem Bekanntenpreis kenne ich so ungefähr 100 Studiobesitzer. Wir haben ungefähr so 7.000, wir haben mindestens 9.000 Anlagen. Ja, welche haben ja mehrere und so. Und 100 haben jetzt schon abgemeldet. Die rufen mich an, sagen, Norm, komm zu mir, gib mir einen Euro, hier hast du den Schlüssel, ich habe keinen Bock mehr. Das heißt, die machen wirklich dicht, auch schon 100, die du... Die haben schon dicht, Feierabend, vorbei, ne? Ja. Das musst du dir mal ausmalen, jetzt gerade für Städte, wo das vielleicht auch, ne, wo du so eine Stammkundschaft hast, ein kleinerer Ort, da gibt es jetzt vielleicht bald kein Fitnessstudio mehr, ne? Also, das ist Realität. Ja, definitiv. Ja.
So, und die Hilfen, die sie versprochen haben, das muss man ja auch mal ein bisschen anders betrachten. Die sagen ja, 75% geben wir euch Hilfe. Ja, 75% abzüglich den Kurzzeitarbeitergeld, was wir hier haben, und abzüglich den Umsatz, den ihr jetzt generiert. So, und wenn jetzt 50% unserer Mitglieder ja uns noch unterstützen, das wird ja dann abgezogen. Das heißt, 75% minus 50 sind 25, und wenn ihr 25, dann guckt noch weg, naja, da bleiben 10-15%. 10-15% von 50.000 Euro Umsatz in der Regel, was wir haben. Okay, wir kriegen 5.000 Euro im Monat, haben aber einen Verlust von 25.000 Euro. Ja, und man muss fairerweise sagen, du bezahlst auch deine ganzen Angestellten noch. Ne? Ich sehe ja teilweise, 100%. Die sind alle, du hast keinen rausgeworfen, du versuchst sie weiter zu beschäftigen. Die machen alle weiter und du musst ja erst neue Aufgaben quasi auch erfinden, oder? Naja, wir machen ja jetzt hier Social Media, das wird auch ein neues Thema. Daher, also muss man wirklich sagen, ich kenne mich da noch nicht so weit aus, aber der Görki ist schon echt ein vernünftiger, ja, bodenständiger. Darum, naja, ist ja so, der eine ist so, der eine ist so. Und man guckt sich dann natürlich dann alle an und da muss ich schon sagen, ist schon ein feiner Typ, wenn man nebenbei sein, keine Schleichwerbung hier. Aber das ist für uns ein neues Thema. Oh Gott, Social Media. Klar, ich habe ein bisschen Facebook gemacht, ein bisschen Instagram, aber jetzt machen wir damit, wir betreuen damit unsere Mitglieder, Kamera-Equipment kaufen, alles. Wie funktioniert denn das mit Mikro und so? Also wir sind da sehr aktiv, wir produzieren Videos ganz normal auf YouTube, dass die ein bisschen wenigstens noch Feedback bekommen, dass die uns auch sehen. Wir machen auch, wir haben neulich den Wald aufgeräumt und haben da Pappe entsorgt. Ja. Und dann haben wir jetzt Live-Videos und Live-Coaching angeboten und natürlich das für den Reha-Sport und für den verordneten Sport. Also das hilft uns alles. Irgendwie kriegen wir hin. Wir hatten Geld da gehabt, wo wir eigentlich nur einen Club machen wollten. Den haben wir jetzt verprasst. Klar, mit der Bank kann man reden, hier noch den Konto gerinnt. Also wir haben noch ein paar Möglichkeiten. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir können noch 2-3 Monate aushalten. Nee, es wäre schön, wenn wir so schnell wie möglich wieder loslegen können. Aber es, wenn man sich Mühe gibt, wenn man Lösungen findet und was macht, das geht und da freuen sich auch die Mitglieder, wenn die dann wieder Kontakt haben, auch wenn es nur über Bildschirme sind, aber dann sehen die auch, Mensch, die machen was und dann... Ja, es ist deprimierend. Auf der einen Seite hast du die ganzen Clubs, die es tatsächlich dicht machen, die gar keine Chance mehr haben und du kannst es noch auffangen, aber du hast so viel Energie, so viel Arbeit reingesteckt, du hast Zukunftsvisionen, die du jetzt erstmal alle wieder begraben musst. Also ich kenne das in einem kleineren Rahmen als Selbstständiger, wenn du halt rund um die Uhr arbeitest und am Ende kommt nichts dabei raus, weil so eine Situation jetzt stattfindet, demotiviert ja so krass, oder? Also dass du planst ja über Jahre gewisse Dinge, du baust was auf, du hast Visionen und dann zack. Fängst quasi wieder bei Null an. So, das ist halt, ich meine, du wirst auch irgendwo vielleicht, ich kenne dich jetzt ein bisschen, du wirst wahrscheinlich auch sagen, zum Glück kann ich noch weitermachen. Ne? Irgendwo befriedigt man sich ja so indirekt auch mit ein bisschen, dass man nochmal überleben kann. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein, wenn man weiß, es könnte anders sein, wenn man gehört wird. Und das ist ja gerade, glaube ich, das Traurige an der Geschichte. Ne? Nee, wir sind froh, dass wir überleben. Klar, man muss seinen Anspruch halt runterschrauben. Ne? Sonst also jetzt noch Vision haben. Unsere Vision ist, zu überleben und so viel wie möglich unseren Mitgliedern noch was bieten zu können, indem wir die, wenn wir sie beraten oder die durch diese Live-Kurse noch ein bisschen trainieren können, aber einfach nur am Ball zu bleiben und die Krise zu überstehen. Das ist unsere Vision. Was ist deine kurzfristige Perspektive? Wir haben ja jetzt Mitte März, so 4. April oder so stand im Raum. Ne? Wir haben ja heute, wurde ja gerade irgendwie ein bisschen was veröffentlicht. Ja, jetzt haben die irgendwie was gesagt. Ich kriege ja immer die Frage, Görki, wann machen denn die Fitnessstudios wieder auf? Ich sage, ich gucke gleich mal in meine Glaskugel. Also ich denke mal schon, dass es im April irgendwie sein wird. Jetzt haben sie zwar heute was gesagt, man kann es aber ja auch nicht wieder glauben. Die haben ja so oft wieder was geändert. Ne? Aber jetzt ist eh Sommer und jetzt geht der Virus eh zurück. Also es muss jetzt, die nächsten Wochen muss was passieren. Ich glaube auch, es wird besser, aber die Frage ist mal, unter welchen Umständen wieder. Und ja, ich glaube auch, so langsam geht es Richtung Lösung, aber nichtsdestotrotz denke ich einfach, dass wir hier als eine Community, Fitness-Community, egal in welcher Form, online, offline gehört werden, weil ich glaube, ich will gar nicht immer nur als dieser Pumper reden, sondern einfach auch mal den Leuten die Augen öffnen. Da sind ganz viele um uns herum, die Sport einfach aus gesundheitlichen Gründen brauchen, weil viele das immer so ein bisschen nur aus ihrer, deswegen wollte ich dich mal haben, deine Perspektive, jemand, der auch finanziell vielleicht darunter leidet, weil Leute, hört auf immer nur euren Ding, ich kann zu Hause ja Liegestütz machen, ist ja nicht so schlimm. Ja, also ich persönlich, hast ja auch, ich trainiere zu Hause, ich könnte auch sagen, ich brauche kein Fitnessstudio. Ich versuche mich dafür einzusetzen, für die Leute, die ich drumherum sehe, die jetzt leiden. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, einfach mal in so einer Krise mehr nach links und rechts zu gucken und nicht immer nur,
Hauptsache mir geht's gut, so finde ich. Das ist halt auch so traurig teilweise, egal auf was bezogen, dass so ein Egoismus von allen Seiten so entsteht irgendwie, oder? Also ich weiß nicht. Und da muss man irgendwie für alle mal so die Augen öffnen und gucken und auch verschiedene Meinungen mal anhören und das sehen, so finde ich. Es ist schade, dass die Menschen, ja, dass die immer nur so an sich denken, ne? Und nicht mal anderen geht es auch schlecht. Ja, und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir so drauf sind. Und wenn ich höre, dass da jemand, ein Einzelbetreiber, dann zumachen kann, den sein Leben, ja klar, ist dann vorbei. Und die ganzen Mitglieder, die wissen nicht, wohin. Vor allem, wenn du allein schon 100 Stück kennst, ich weiß nicht, wie viele in Deutschland dann da jetzt dicht machen. Also wie viele Existenzen gerade kaputt gegangen sind schon. Also du sagst ja, es ist ja schon tatsächlich dicht, ne, bei vielen. Also die rechnen, da gibt es die Leut-Studie schon, die rechnen so mit 20%. 20% der ganzen Branche die geht kaputt. Es werden auch welche jetzt die Krise schaffen, aber danach, wie gesagt, weil die läuft nicht die fangen an, ne? Mit der Hälfte der Mitgliederstand. Ja. Und dann gibt es keinen Gucken mehr, dann gibt es keine Unterstützung mehr. Das machst du vielleicht nach 2-3 Monate. Die Bank hilft dir nicht mehr. Wenn du jetzt zur Bank gehst, als Fitnessbetreiber bist du der letzte Idiot. Ja. Sie wollen einen Kredit haben, dann Sicherheiten haben. Ne? Ja. Ist schon schwierig. Aber ich glaube, wer jetzt am Ball bleibt und wer nach vorne guckt und wer da durchkommt durch die Krise ist ja auch immer eine Chance, ja? Der wird definitiv gestärkt daraus gehen. Und irgendwie geht es weiter. Man muss es halt nur machen. Einfach immer wieder aufstehen und machen. Ja. Ich glaube, im Endeffekt können wir jetzt persönlich hier nicht besonders viel machen, aber es ist einfach mal eine Aufmerksamkeit, die wir jetzt hier schaffen. Deswegen einfach der Aufruf, versucht mal ein bisschen mehr aus verschiedenen Perspektiven zu gucken. Und ich glaube, erhebt einfach die Hand für Fitness. So, ne? Darum geht es, dass man nicht immer nur sagt, der und die Branche. Nee, es geht auch hier darum, einfach Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, da können wir hier vielleicht ein bisschen was machen. Deswegen vielleicht das Video mal teilen und supportet weiter in die Fitnessstudios, würde ich sagen. Nicht nur im Fitnessclub, sondern überall, finde ich, dass man da einfach eine Familie ist und sagt, ey, das Ding muss überleben. So, ne? Weil auch danach wird Sport verdammt wichtig bleiben und wahrscheinlich noch viel wichtiger werden, leider. Ne? Gerade die Discounter bei 20 Euro, ich meine, damit unterstützt man immer trotzdem, dass nach der Zeit das Studio auch wieder da ist. Ne? Was nützt es jetzt? Okay, ich ziehe mein Geld zurück und dann ist das Studio weg. Ich bin gerade auch, ich habe gerade 5 Stück hier bei euch. Dann habe ich CleverFit, Fit One, FitX, MacFit. Ja, das sind sie, glaube ich. Ja. Aber ich denke halt auch, ich kann hier filmen, das ist ja auch was ich danach wieder nutzen möchte. Mhm. Und da muss man halt irgendwie zusammenhalten, darum geht's. So, ne? Und am Ende profitieren dann alle wieder davon, wenn man durchziehen kann. Ich glaube, wir sind lang genug dabei und ja, bedanken uns fürs Zusehen. Vielen Dank, Norman, ich mache mal hier den Corona-Check. Gerne. Und ja, erhebt die Hand, auch für Fitness, denke ich, und teilt das Video, wenn euch das wichtig ist. Und ich hoffe aber auch in den nächsten Wochen geht's voran, oder? Definitiv. Muss auf jeden Fall. Wird. Also, vielen Dank. Es wird. Macht's auf gut. Wiederschauen. Tschüss.